Herzlich willkommen zu... Was spielen wir nochmal? Terraria. Nein, war ein Spaß. Komm, wir gehen runter in den Tempel. Letztes Mal habt ihr es gesehen. Und ich konnte leider nicht weitermachen. Aber... Oh, jetzt ist der Buff weg. Tja, Rio hat euch gerade die Chance versaut, etwas Tolles zu lesen. Also, nehmt ihr ruhig mal die Potions mit hier. Und manchmal findest du unter den ganzen... Ah, ich hab ihn gefunden. Okay. Warte. Glückwunsch. Nice. Dafür solltest du die Bücher auch mal mitnehmen. Da sind manchmal solche Sachen drin. Ist ja gut, ich werde zum Bücherwurm. Pets. Dankeschön, das war ein Bock. Bitteschön. Ja, das auch. Oh, was ist das? Bones Banner. Hey, Blue Sperm kommt auf mich zu. Aua, aua. Ach so, und hier gibt's ein paar schöne Dekorationen. Also die könnte man vielleicht auch mal für zu Hause mitnehmen. Ja, sicher. Die nehmen wir mit. Ist auch nicht... Und es gibt Knochenfallen oder Knochensplitter, die wehtun hier. Ah, die Dinger. Das hat mir also gerade wehgetan. Marching Bones Banner. Ja, wo sind wir hier überhaupt? Was ist das für ein Ding? Wir sind in einem Dungeon. Ja, augenscheinlich nicht sehr effektiv, oder? Oh, Sitze! Er schießt durch die Wände. Was du kannst, kann ich schon lange. Ja, das war der Falsche. Mann, lass mich doch mal weiter runter hier. Ohne Scheiß! Na, geht doch. Irgendwie bindet einen das, kann das sein? Ich kann nämlich kaum mich fortbewegen mit diesem Ding hier. Oh, ja, was du hast doch eine enge Bindung zu dem. Guck mal an, da steht eine Lampe. Demonic Ore hast du hier. Da ist ein lustiger Schädel. Ach so, ja. Der sorgt dafür, dass du für eine kurze Weile entweder nicht zaubern oder nicht Magie nutzen kannst, das weiß ich nicht mehr. Ich krieg so viel. wenn du schon mal da drüben bist, nimm mal ein paar Cowwebs, mach mal daraus Seide und bau dir mal ein Bett zusammen und komm dann mal mit dem Bett hier hin. Was? Seide machen und dann ein Bett bauen, okay. Ja. Wo haben wir denn hier Seide? Achso, wahrscheinlich am Webstuhl. Da. Ja. Hey, cool, Jojo. Wie viel? Ich glaube 5 oder 7. Oh. Ja, das reicht auch. Du hast wahrscheinlich mehr als genug gemacht. 10. Ja. Ich weiß gar nicht, wieso liegt hier ein Stern? Mitten bei uns im Lager. Okay. Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, Rio, warum ich noch nachfrage. Ich meine, ich mach's eh, bevor du geantwortet hast. Ich habe 5 Knochen. Bau mal alles ab. Dann kann ich mir diese Necro-Armory bauen. Da brauche ich 150 Knochen. Ich soll mir ein Bett bauen, ja. Dummerweise kann ich mich nur zu dir teleportieren. Du willst bestimmt kein Bett da unten drin, oder? Ich kann mir kurz hochspringen. So, herstellen. Bett. Wo kann ich das Bett bauen? Ja, mach das da oben am Eingang. Nein, wo kann ich das Bett bauen? Es geht nicht. bei der Werkbank? Nope. Ich habe Seide. Was fehlt? Wahrscheinlich Holz, oder? Holz. Logisch. Warte mal, ich habe doch irgendwem was versprochen. Ah, ich weiß wieder, ich muss diese Folge noch irgendwo das Wort awesome unterbringen. Aber vernünftig formuliert. Du machst komische Versprechen. Ja. Yeah. Die werden doch komischer im Laufe der Zeit. Oh, was ist das? Ein Piano! Haha, awesome! Sag ich doch. Ich kann es aber noch nicht bauen. Ohne Scheiß.
Wenn du mich jetzt nochmal ärgerst, Rio, dann werde ich sauer. Nein, war ein Scherz. Ich gehe mal zu Joe. Ich frag Joe. Joe weiß es. Joe. Seide. Bett. Hey! Sag nicht, ich habe die Seide aus Versehen wieder in die Kiste getan gehabt, deswegen ging's nicht. Wo ist meine Seide? Ah, tatsächlich, die hat sich in die Kiste zugeordnet. Deswegen geht's auch nicht. Ah. Matthias, wer bist du denn? Charles. Wieso ist der Fischer hier? Weil er's kann. Der ist hier eingezogen. Der hat die Krankenschwester rausgeschmissen. Ich krieg zu viel. Wo hat sich die Seide jetzt zugeteilt? In welcher Scheißkiste hast du Seide reingetan? Stimmt bei Kleidung. Nein. Oh Mann. Ich krieg so viel. Hast du sie jetzt etwa weggeschmissen? Nein, du hast sie in irgendeine Kiste getan. Da ist sie. Und ich habe Autostack gemacht. Da war die Seide weg. Und ich musste gerade die scheiß Seide wiederfinden. So, jetzt wird er wahrscheinlich im Bett irgendwo auftauchen. Ach da, nein. Geil, Sofa. So, Bett, wie viel willst du haben? Ein Bett. Ich brauche uns ja nur als Spawnpunkt hier. Manchmal hasse ich den Kerl. Oh, was ist denn da? Pixel. Die kenne ich ja gar nicht in diesem Spiel, Rio. Pixel. Krass, oder? Mhm. Hallo, Occam. Mai. So. Hi. Aufklicken mit links. Oder? Oh, guck mal. Ist gekommen, der Traveling Merchant ist gekommen. Warum kann ich nicht draufklicken? Ist das jetzt nur deins oder wie? Setzt du Spawnpoint für dich? Ich kann auch nicht machen. Okay, bauen wir nochmal ab. Ich kann es leider nicht nehmen. Machen wir dann mal ganz kurz einen kleinen instanzierten Raum. Wieso kannst du es nicht nehmen? Hier ist es. Ich habe ein volles Inventar. Würdest du es nicht hier oben machen? Achso. Wie ist das mit dem Kleriker? Ich weiß nicht, was der Kleriker macht jetzt. Ich hab keine Erinnerung an ihn. Irgendwo ist da... So, ich muss gerade trotzdem eine Workbench irgendwo hier bauen, um eine Tür zu machen. Bup. So. Und Tür. Nope. Fackel? Nope. Warte mal, ich guck mal bei Housing. Dies ist keine zulässige Behausung. Was fehlt denn noch? Wahrscheinlich Tischstuhl und Bett. Moment. Aber es soll ja auch kein NSC hier eigentlich rein. Nein, aber vielleicht muss das als Behausung zählen. Na gut. Ich weiß es nicht. Probier's. Ja. Ne. Hallen will ich jetzt eigentlich weniger einsetzen. Wo haben wir denn normalerweise? Da. Ein Gold. Nope. Ja, Moment, es fehlt noch eine Sache. Die Tabla. So. Housing. Oh oh. Es ist keine zulässige Behausung. Tja. Keine Ahnung. Also Bett ist nicht. Okay, dann... Noch eine weitere Übung. Na gut, so, ich glaube nicht, dass das was bringt. Würde ich einfach mal sagen, nicht sterben. Goblin. Mist. Ja. Nachdem du es gesagt hast, wäre ich jetzt fast gestorben. Mann! Nimm das hier. Furchtbar. Was? Wo? Wer? Was machen wir jetzt mit dem Kleriker? Ich weiß es nicht.
Was hast du mir denn gegeben? Einen gelben Trank, um deine Defensive zu erhöhen, weil das ist ja wohl gerade... Genau, jetzt kannst du mal rausgehen, oder... Nein, jetzt gehe ich runter, hör auf zu jammern. Aber ich will jammern. Nein, jammer, aber jammer mich nicht zu. Aber hier, nimm dies und mach das und stirbst du und... Nein. Ich möchte aber... Oh, was rumjammern? Mhm. Du bist Deutscher, du hast das Grundrecht dazu. Okay, yay. Deutsche sind wehleidige Idioten. Ich meine, ich bin auch Deutscher, also ich weiß das. Wir dürfen über alles jammern. Wenn es uns gut geht, dann jammern wir, dass es noch besser sein könnte. Wir haben das Recht, immer zu quengeln. Das ist unser deutsches Hoheitsrecht. Kann von Vorteil sein. Wolltest du diese Kerze hier nicht mitnehmen? Mach ich. Zu spät. Ich muss dir leider gestehen, ich habe sie bereits abgebaut. Was genau ist jetzt das Ziel dieses Dungeons? Was haben wir davon, dass wir uns den ganzen Scheiß hier antun? Also zum einen gibt es hier viele Warum Kisten. Warum nimmst du die Kisten nicht mit? Achso, Inventar voll. Ja, Inventar ist ziemlich voll. Ich konnte ausleeren. Unfreiwilligerweise. Och man. Hier ist ein Switch für Lampe Anus und an. Yay. Monster. Die Dinger sind geil. Ich hätte auch gerade gehofft, du hast mir das Ding ins Inventar geschmissen und nicht die Gun, nicht die Sachen. Ja, warte, dann... Ich kann's dir ja schicken. Ah! Ja, nehm. Ach, sind das so Zaubersprüche oder was? Das ist... Nimmst du in die Hand und dann kannst du damit quasi den Zauber machen. Hm. Ach nö, dann will ich's nicht. Hier. Ich hätte gehofft, das ist eine coole maschinengewehrartige Sache. Das ist ja langweilig. Das kann ja jeder. Oh, schwacher Heiltrank, schwacher Mana-Trank. Low Water Bolt. Achso, das ist... Jetzt verstehe ich das auch. Okay. Achso, wenn dich das Ding trifft, jetzt fällt es mir wieder ein. Welches Ding? Da kannst du nicht angreifen. Für eine kurze Zeit. Auch keine Granaten werfen? Nein, absolut gar keine Sachen. Kannst nur fliehen. Arschlöcher. Hast du nicht auch einen Hook? Ich hab keinen Hook. Komm, gib dir einen Hook, Ruck. Hier ist wieder so eine coole Kerze. Die macht Increased Monster Spawn Rate. Für jeden, den es interessiert. Arschloch, Mann. Knochen. Wir brauchen nur 150 Stück. Das geht ja noch. Ich habe leider mal das... Oh, ich habe hier eine Fishing Pole gefunden. Meine erste Fischerroute. Angel. Vorsicht, da ist eine Dartfalle mit... Dings. Sehe sie. Fischerfleisch. Den Tisch will ich mitnehmen. Green Dungeon Table. Der sah irgendwie grau aus, nicht green. Hier, da ist etwas, um dich rüber zu angeln. Das war auch meine erste Intention. WTF! Magische Nades. Und wie kommst du rüber? Kann ich irgendwas drücken oder so? Hütze! Ich habe auch Zauber! Zauber der Moderne! Hast du gesehen, dass ich gerade... Warte mal. Alter, da ist ein Schalter. Siehst du das? Ja. Rechte Maustaste kannst du auf den Schalter machen, dann geht die Lampe an und aus. Und wenn du einen Switch hast, ja, den Switch da hinten bei den Stacheln. Ja, du kannst, wenn du den Switch sozusagen im Inventar hast, kannst du auch sehen, wo die Leitungen herführen. Also, wenn du den dann irgendwo platzieren willst. Wir werden hier ganz schön eingekesselt, kann das sein? Ja, das ist ein ziemlich
Eine schöne Hardcore-Dungeon. Mag ich. So, jetzt wird Terraria langsam zu Terraria. Eigentlich wird es gerade zu 7 Days. Mach mal auf. Meine Kunterbunt mit tausenden von verschiedenen Spells, die da ineinander fliegen, Gegnern, die dann sozusagen genau dasselbe machen. Und Unicorns! Nicht? Okay. Mhm. Aber irgendwann kommen Unicorns! Nein! You shall not pass! Pass. Ach, scheiße. Du sollst nicht Vergangenheit. Ja. 27. You shall not Vergangenheit. Was? Was? Du wurdest vergiftet. Watch your step. Brauchst du irgendwas von zu Hause? Ich bin gerade mal da. Oh, gut, dass ich mal nach Hause gegangen bin. Ich habe keine Nades mehr. Jetzt habe ich wenigstens eine Errungenschaft bekommen. Rio, freu dich doch mal für mich. Oh, wer bist du denn? Hallöchen, wer bist du denn? Katana. Nice. Keine Ahnung, was das Zeug macht, was der hat, aber nice. Arcane Rune Wall. Eine arkane Runenwand, das klingt geil. Eine Ammo Box. Reduce Ammo Usage by 20%. Katana, 16 Nahkampfschaden, meins hat 13. Ich will das haben. Komm in, Samurai! Hi, hi, Mr. Samurai. Nice! Was haben wir hier? Was macht das? Celestial Magnet? Ach, Mana-Sterne. Warum gibt es hier keine Katana-Sterne? WTF, sagen wir jetzt nicht der... Okay. Hier ist alles mit Farbe drin. Da hast du uns total zugekauft mit. Ja, liebe Zuschauer, was soll ich dazu sagen? Ich bin einfach gerade total... Wie soll ich sagen? Beschissen. Ja, ich denke, das trifft's. Ja, mein Spieß, die ist gerade so suizidgefährdet. Wer ist schuld? Ryu. Mhm. Ja, doch. Mhm. Ich bin immer schuld für die Unfähigkeit anderer. Ja, ja, ja. In dem Fall ist es tatsächliche Unfähigkeit. Ich konzentriere mich auf die falschen Dinge gerade. Ja. Ich habe jetzt immer noch keine Lust, diese ganze Scheiße zuzuordnen. Deswegen komme ich mal mit halbem Inventar da rein. Aber ich muss jetzt mal was zuordnen. Ups. Und ich sollte aufhören, die Granaten beim Zuordnen ausgerüstet zu haben, weil ständig schmeiße ich sie. Den Schalter tue ich jetzt mit hier rein. Liebe Zuschauer, es geht sofort weiter. Bitte bleiben Sie ganz kurz dran. Ich teile nur eben was zu. Nein, ich lasse es dran. Aber Moment, 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 Moment. Ich mache sofort weiter. Was ist denn das? Ah. Ja, das muss reichen am freien Inventar. Jo, ich port mich zu dir. Mhm. Oh, ich hätte einfach rauszoomen können. Ja, das hätte tatsächlich gebracht. Ich hab ein neues Schwert. Mist! Gekriegt. Genau jetzt kommt ein Traveling Merchant. Verarschen. Guck mal. Yay. Okay, wodurch wurde ich vergiftet? Was hat mich gekillt? Irgendeine Pressure Plate, glaube ich. Aber ich hing doch in der Luft. Ja, die Pressure Plate ist genau so, dass sie dort ist. Also hier, über der Tür. Ah, du meinst die Falle. Das war keine Pressure Plate. Ja, aber beziehungsweise es ist auf jeden Fall eine Dart Trap. So, hat das Ding habe ich eben gerade aufgemacht. Es gibt hier sogenannte goldene Schlüssel. Ich gebe dir mal einen. Nice! Gibt's Achievement gut? Complete. Dungeon Heist. Haste. Mm, du musst nämlich gucken, dass du hier immer einen Schlüssel hast für Ton. Und die findest du halt hier in irgendwelchen Vasen und so. Oder wenn du Monster killst. Mein Spieß, die ist so schlecht. Achso, hier noch für später. Was ist denn das? Eine Wormhole Potion. Wormhole Potion. Was macht die nochmal? Nice, ich will mit ragen. Und, komm raus, komm raus.
Boah, was haben die für eine Distanz, diese scheiß Dinger? Ich weiß nicht, irgendwie lässt meine Konzentration gerade rabiat nach. Oh oh. Das ist unfair. Ich hasse es. Ich hasse es. Ich hasse es. Ich brauche eine neue Rüstung. Ich brauche irgendwas, was mich von nichts schützt. Ohne Witz. Ich sage ja, meine Konzentration lässt gerade rabiat nach. Wir sind scheiße tief in diesem Dungeon. Vielleicht sollte ich aufhören mit Nate und anfangen mit Katana-Style. Scalded Wolf wins. Fatality. Oh, lass mich raten, was jetzt passiert. 4 Sekunden, 3 Sekunden, 2 Sekunden. Eine Sekunde und... Oh, 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 oh. Puh, meine Lebensenergie. Mhm. Bin gerade... Ich krieg zu viel, ich wollte weiter das... Gut, dass wir so viele Teleportationstränke haben. Hier bin ich wieder. Da! Okay, was war du hier? Du solltest dich erstmal auffallen, bevor du überhaupt anfängst. Nein, langweilig. So, die haben alle Schlösser davor, du brauchst den jeweiligen Schlüssel. Mhm. Hier ist aber eine Goldtruhe, da kannst du was... Ja, den Schlüssel dafür habe ich dir schon gegeben, ja. Boah, das hier fällt allerdings trotzdem immer noch irgendwo ein Skelett runter. Ah! Sag ich ja. Die Truhe aufgemacht? Ah, mach ich sie mal kurz. Ach da! Lol. Okay, die habe ich tatsächlich nicht gesehen. Was ist denn das für eine Fackel hier? Weg ist sie. Da ist noch Zeug drin. Nimm dir das mal. Da ist, glaube ich, ein Schild dabei. Oh ja, ja, ja. Komm da weg. Wieder mit. Ja, ich kann nicht. Ah! So. Alter, ich muss mal wieder wach werden. Och, Mensch. Du wirst keine Ruhe kriegen bei dem Dungeon. Du wirst nur noch Nate schmeißen, wenn das so weitergeht. Oh, was bist du denn? What? Das habe ich aber auch noch nicht gesehen. Was ist das? Ein Koboldschild. Vorsicht, da kommt noch was. Ah, ich komme nicht dazu, das Scheiß da rauszunehmen. Okay, jetzt bin ich mal gestorben. Die ganzen Tränke habe ich allerdings dabei. Ja, das macht nichts. Leute, wie viel sind das von euch? So. Könnt mich mal. Tür zu. Ruhe ist. So, das sind also Dungeons. In Seven Days to Terraria. Crafting Days of Dead. Wieso kann ich eigentlich diese Fallen nicht abbauen? Oh, kann ich doch abbauen. Können wir diese Stachelfallen eigentlich vor unserem Haus aufstellen? Könnten wir, aber ich glaube nicht, dass die Feinde davon beeindruckt sind. Also ich bin's. Du bist auch nicht mein Feind. Software. Hier ist doch eindeutig eine Druckplatte. Sag ich doch. Moment, hier war doch irgendwo... Achso, das Traveling Merchant ist schon wieder departed. Okay. Shit, echt? Och Mensch. Yes. Unser Ryu ist kaputt. Ich lebe noch. Unglaubliche Zustände hier. Und das zum Ende der Folge. Wenn das kein Hardcore-Cliffhanger ist. Ich weiß es auch nicht. Unsere Stadt mit dem Namen Faith City, die passt einfach. Die passt einfach. Es ist so passend, es ist. Sag mir doch, dass sie die scheiß Türen aufmachen können. Ich habe mich gerade so auf meine Scheinsicherheit verlassen. In dem Dungeon bist du überhaupt nicht sicher, weil die schießen ja auch durch Wände und kommen von überall. Ja, aber ich dachte, der Typ, der mich da dumm anguckt, den könnte ich jetzt nehmen als so Fresse zum Ende. Und dann kommt er durch die Tür und... Oh. Bleibt spannend. Ja. Aber ich bleib zu Hause spannend. Liebe Zuschauer, mit genau diesem Bild verabschiede ich mich. Aber lasst mir ein Abo da. Lasst mir Daumen nach oben da. Und lasst mir Ryu da. Mit dem macht das Spiel eigentlich ganz gut Spaß. Ja, oder auch nicht. Doch, passt. Nächste Folge holen wir euch aber... Können wir schon diesen Wurm rufen?
Geht das? Den Wurm können wir leider noch nicht rufen. Nicht. Nee, ja, bis nächster Folge suchen wir neuen Feind raus. Ja, hätte ich aber gerne, aber war noch nicht. Okay, in den nächsten 200 Folgen kriegen wir den Wurm. Versprochen. Mhm. Auf jeden Fall, wir suchen euch einen Gegner raus. Und damit ihr den nicht verpasst, lasst mir ein Abo da. Kommt nächstes Mal wieder. Egal wie. Wir sehen uns. Rio, willst du verabschieden? Ja, bis dann. Macht's gut.